Noch ein klein wenig kämpfen wir uns durch diese Fantasy-Welt, bevor wir später zu Sea of Thieves wechseln. Jetzt geht's los in der Aufnahme. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und was machen wir jetzt? Eine knappe Stunde, ein bisschen weniger haben wir Zeit. Wir haben ja im letzten Mal ein bisschen gebaut und ich habe vorhin Valheim mal angeschmissen offstream, habe eine Mod ausgetauscht gegen eine andere und ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal zu Valheim zurück kann. Also aus dem Baufaktor-Sicht, weil dadurch, dass ihr halt hier jedes einzelne Klötzchen einzeln setzen könnt, ja, und hier wegmachen könnt und dann Fenster größer, breiter, man aus vorgefertigten Formen wählen kann, aber auch sagen kann, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ja, das ist einfach schon, das ist dick, das ist cool. Ja, das macht echt Spaß. Und jetzt haben wir das letztes Mal ja so ein bisschen uns hier diese, ich sag mal, Zwerge erobern Moria-Rüstung zusammengebaut, so ähnlich sieht's aus. Und wir haben noch diverse Aufgaben. Unter anderem haben wir schon zwei von diesen Brunnen befreit. Trotzdem ist noch jede Menge Miasma da. Ich weiß, das ist wahrscheinlich so gewollt, spieldesigntechnisch. Ich wäre es cool gefunden, wenn es komplett hier unten weg wäre. Aber das soll dann wohl so sein. Wir haben Dinge wie hier, ein Fragezeichen, mit alte Wunden heilen. Aber so die nächste Story-Quest ist, wir sollen mal ein bisschen Landschaft aufdecken, indem wir wohl so einen Turm, also auch so ein bisschen angelehnt, inspiriert von Breath of the Wild. Wir tun nochmal kurz hier reingehen und auch hier haben wir noch ein bisschen, ja, ich habe noch nicht bis ganz hoch gebaut. War faul, ich hatte keinen Bock mehr. Aber wir haben eine kleine Unterteilung für unser Lager, unser Schlafzimmer und hier der Arbeitsbereich mit der Schmiede. Ich habe eigentlich im Nachhinein überlegt, das wäre noch geil gewesen, wenn die Schmiede hochgebockt wäre. Also wenn man hier so eine kleine Treppe hätte hochgehen müssen. Und dann wäre die Schmiede ein bisschen höher gewesen. Wäre dann mit der Tür nicht mehr so ganz überein gewesen, hätte dem Ganze ein bisschen mehr Seele gegeben, ein bisschen mehr Herz gegeben. Mal gucken, es wird ja wahrscheinlich, werde ich hier nicht bleiben. Also warum sollte ich hier mein Zuhause aufbauen und das hier lassen, wenn die Karte so riesig ist und ich muss jedes Mal dann zurücklaufen. Also wir werden mindestens der zweite, wenn nicht sogar eine dritte oder vierte Base bauen und dann suchen wir uns ein Plätzchen, vielleicht hier oder wo irgendwo schön Platz ist und dann kann man mal was Großes andenken, ja, mit einer Burg oder was auch immer ich mich dazu hinreißen lasse. Auf jeden Fall Keller muss sein. Ich wollte das Ding jetzt nicht unterkellern, weil es A, ewig Zeit braucht und B, habe ich Angst, es stürzt alles in sich ein. Hier hätten wir eigentlich auch aus Schönheitssicht noch hier das Eck hier, weil das geht ja so schön. Man nimmt sich Steine und zimmert hier einfach mal diese Kante hoch. Und während ich sage, machen wir das auch gerade. Warte mal, Steine habe ich glaube ich hier. Haben wir nicht noch fertige gehabt? Doch, das reicht auch vollkommen. Obersteinblock ins Inventar. Ja, ausgewählt, Tab, dann per Alt noch die kleinen Klötze hier und schon können wir das hier hochzimmern. Zack. Ne? So einfach geht's. Das ist halt geil. Ah, jetzt könnte man das hier noch doppelt machen, aber dann ist es hier wieder doppelt und... Ach ja. Nope. Maustaste halten, runterziehen ist nicht. Wie habe ich das denn gemacht, dass er das so schön schräg macht? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Der hat die Schräge genommen. Gute Frage. Da gab es so Schräge zum Setzen. Theoretisch, aber die haben wir, glaube ich, nicht genommen. Da hat
das eigentlich auch so schräg gemacht. Oder? Warum der das jetzt hier so schief macht? Nee, nee, das kann ja nicht. Ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber wir können es auch so lassen, ist jetzt nicht ganz so hässlich, aber wie habe ich denn hier diese Schräge hinbekommen? Das ist echt eine gute Frage. Kannst nachgucken. Meine Aufnahmen, aber... Oder hatte ich eine Wand gemacht und da was weggenommen? Dass es dann schief aussieht? Weil hier hat das ja auch nicht so... Gut, hier ist nicht ganz so... Der Winkel. Oder gibt es Schräge? Habe ich das hier schräg genommen vielleicht. Aber rückwärts schieben, erst um 90 Grad drehen, nee, das ist klar. Willst du auch einen Kreis um 90 Grad drehen? Du musst da vor und zurück, das ist klar. Das ist jetzt interessant. Oh, ist ein großer Klotz. Und das hängt vielleicht mit der Ausrichtung zusammen. Hannibal, hallo. Kannst du in deiner Base angegriffen werden? Ja, das geht. Aber ich weiß noch nicht, inwiefern und wie stark. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist mir das noch nicht wirklich passiert. Nee, der klotzt da schon so rein. Es ist bestimmt, wie die angeklebt werden. Ich kann die ja oben ankleben und ich kann die auch an der Seite ankleben. Nee. Also ich gucke sie mal im Video nach. Ich habe das ja schon mal so schräg gebaut. Und ich krieg's auf der gegenüberliegenden Seite gerade nicht hin. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt mal den Klotz da noch rein. Das überlege ich mir noch. Also zumindest spawnen in der Nacht mehr Gegner. Oh, warte mal, aus dem Baumenü heraus. In der Nacht spawnen hier auch drumherum Gegner. Und, warum sind die Bäume hier so rot? Ach so, weil ich im Baumenü bin und die rote Linie geht in die Blätter rein. Okay, also ich darf halt nur so weit bauen aktuell, es sei denn, ich upgrade meine Flamme hier. Wir sind jetzt schon auf Stufe 2, geht aber höher noch, ne? Wir können dann noch größer bauen. Aufwerten geht es nochmal größer und geht wahrscheinlich nochmal größer. Also wir können richtig geile Sachen hier bauen. Und hab dann richtig geile Möglichkeiten. Also so eine richtig große Burg oder so eine oder irgendwas, was auch immer es wird, habe ich schon Bock, aber wahrscheinlich nicht hier im Startgebiet, sondern dann irgendwo hier hinten. Also so eine Riesenwelt. Und so schön fantasy-lastig. Wir gehen jetzt mal kämpfen. So, wie gesagt, das mit dem Bauen klappt da jetzt nicht wirklich. Aber ich brauche noch Essen. Und in der Nacht will ich auch nicht unbedingt los. Ich vermisse hier übrigens schon Mods. Hat sich Traum schon beschwert. Das Spiel ist noch nicht wirklich lange und ich vermisse schon Mods. Okay, was haben wir noch an Essen dabei? Nichts. Doch, da unten. Steak haben wir dabei, was zu trinken für Ausdauer und noch ein paar Beeren für Heilung. Was reicht eigentlich? Durch die Rüstung haben wir schon ganz gut Lebensenergie. So. Wir können das Fenster hier noch umsetzen, oder? Mein innerer Monk. Es wird nämlich eh gleich Nacht. Dann legen wir uns kurz hin und gehen dann am Tag los. Moment, ich gehe nochmal ins... Erstmal, auch schön ist, man kann hier alles wieder einpacken. Ja, ich mache es zwar erstmal kaputt, aber nee, wir packen es quasi wieder ein. So, warte mal, kleineren Felsen bitte. Oh, zack. 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 Wir können noch eins rüber, oder? Haben wir hier 1, 2, 3? Haben wir ja auch 1, 2, 3. Ja, machen wir das doch, kommt.
Dann nehmen wir jetzt unsere Fenster. Die sind wahrscheinlich hier gelandet. Sehr schön. Drehen das Ganze. Zack. Und schon bin ich glücklich. So einfach kann es gehen. Oh. Naja, hinlegen bringt noch nichts. Es ist noch ein Ticken zu früh. Ist es das hier auch mittig? Hier ist es. Sagen wir mittig. Was haben wir hier denn an Felder? Wir haben hier, ich glaube, es geht gar nicht, oder? 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir 1, 2, 3. Doch, es ging im Mittiger. Nee, geht's nicht. Wieder noch. Wenn hier 4 sind, 4 müssen 5 sein. Dann lassen wir es so. Mein Gott. So, hier hinten. Ihr könnt eigentlich auch noch eins rein. Dann wäre am Tag auch noch mal ein bisschen heller, oder? Aber kriegen es aber nicht mittig. Ja, nicht wirklich. Da weine ich dann wieder. Oder wir machen es wieder so wie hier. Das sind quasi zwei Fenster. Ineinander gebaut. Geht natürlich auch. Oder wir sagen, nee. Wir können auch hier oben die breiter machen, dass mehr Licht reinkommt. Aber uch. Wir können es erstmal so lassen. Ich vermisse übrigens noch eine Uhr. Ich habe noch keine Uhr in dem Spiel gefunden, die mir die Tageszeit irgendwie anzeigt. Oder ich war bisher blind. Moment. Aus dem Baumenü raus. Also ich finde es grafisch sehr schön. Ne? Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ihr seht alles, auch wenn wir uns hier rollen. Nochmal Schwert in die Hand. Sehr dynamisch. Schild zuschlagen. Wir kämpfen ja gleich mal. Die Bäume. Also es ist echt eine... Was ist das? Unreal Engine 5? Ich würde es fast sagen, ne? Ich bin nicht up to date. Was die Info angeht, aber... Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr hübschen Eindruck. Auch Weitsicht. Gibt es ja nichts zu bemängeln. Ja. Nur ein paar Pflanzenfasern ein. Wenn ich auslogge und wieder einlogge, das nochmal als Info für die vorne dran nicht so oft dabei waren. Die Welt wird komplett zurückgesetzt bis auf das, was ich gebaut habe. Ah, das sind ja ein paar Gegner. Hallo. Gut, die sind jetzt halt die Stufe 1, ne? Die sind hier in diesem Miasma drin. Die spawnen immer wieder neu. Oh, die Währung nehmen wir mit. Zum Upgraden der Waffen. Hallo. Noch einen gehört, oder? Da unten drin. Hallo. Auch einer hier? Nee. Ja, das spawnt halt jedes Mal neu. Das hat halt Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es sind sämtliche Ressourcen wieder da. Bäume, Büsche und allen Boden, den ihr kaputt gehauen habt, um Erz abzubauen. Ist auch wieder da. Einschließlich hier dieser schönen... Hier, ne? Es sei denn halt, es ist mein Baugebiet. Wartet mal. Wie weit geht das denn? Ja, also theoretisch gesehen, wenn ich das hier jetzt kaputt mache, dürfte es nach dem Neustart nicht mehr da sein. Weil es ja jetzt in meinem Baugebiet. Also soweit ich weiß, oder soweit ich es bisher gesehen habe, ist alles das, was ich in meinem Baugebiet kaputt mache, nach einem Server Neustart nicht mehr da. Ne? Hallo Traum, hallo. Ja, so recht aus. So, also wird es jetzt auch nochmal irgendwann Nacht hier? Gibt es auf der Map eine Uhr? Nee. Gibt es ein Inventar eine Uhr? Nein. Fähigkeiten. Es gibt ja auch einen Talentbaum. Wir können diverse Sachen skillen. Wir haben jetzt schon den Sprungangriff geskillt. Ich hab mal hier. Ja, das kann man skillen. Und da kann man sich auch ein bisschen aus... Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sein, überlebender Bestienmeister, Waldläufer, der mehr auf Bogenschuss aus ist. Assassine für Stealth, Gauner, Zauberer gibt es. Es gibt hier Zauberstäbe, Heiler gibt es. Also man kann ja auch durchaus zu dritt, zu viert im Koop Spaß haben. Und die nimmt verschiedene Klassen. Der eine ist eher der Tank, der andere ist eher der Krieger. Ich wollte so eine dynamische Nahkampfsau sein. Deswegen fand ich den Sprungangriff ganz geil. Doppelsprung, weiß ich noch nicht. Gibt es noch ein Bash, was haben wir hier? Ermöglicht dir, schneller mit zweihändigen Hämmern anzugreifen. Ich habe aber einen... Ja, da steht jetzt Hammer. Weiß ich noch nicht. Dickköpfig. Die Betäubungsleiste eines Gegners wird 20% erhöht, wenn du ihn mit einer Nahkampfwaffe in dessen Block schlägst. Auch nicht verkehrt. So, was haben wir hier noch im Angebot? Stärke. Erhöht den Nahkampfschaden. Ich würde sagen, wir gehen mal noch einen Punkt hier rein. Und gucken, was uns als nächstes erwartet. Jetzt haben wir hier kräftige Umlenkung. Du hältst 30 Ausdauer, wenn du einen Angriff parierst. Oh.
Was haben wir hier? Der Blutkrieger erzeugt einen Gesundheitsorb, nachdem du einen Gegner mit einem Schleichangriff oder Gnadenlosangriff besiegt hast. Haut mich jetzt alles nicht vom Hocker. Wieder Schaden von hinten. Bash. Okay, vielleicht sollten wir doch lieber in diese Richtung gehen. Barbar oder so. Oder Krieger generell. Unbarmherzigkeit. Auch nicht nett, auch ganz nett. Zwei Waffen haben wir ja gerade. Der Weg des Kriegers beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird die Schaden 10% erhöht. Da sehe ich mich. Esst mal. Fleisch erhöht die Gesundheit und zusätzliche 15%. Das ist auch geil. Okay. Wir gehen mal hier rein. Dankeschön. Und wir gehen hier rein. Hier, jeglicher Angriff in der Nahkampfwaffe wird um 10% erhöht. Oh. Wir können es auch zurücksetzen übrigens, ne? Es geht. Ja, Traum der Seele später. Ne? 19:30 fangen wir mal an. Mit Sea of Thieves. So, was haben wir hier? Stärke erhöht nochmal, ja. Reinigung. Wenn du von einem verdorbenen, von Miasma verdorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, stellst du 5 Sekunden. Oh, ist auch nice, bist du länger Miasma unterwegs. Rohling. Dieser Nahkampfwuchtschaden wird mir zusätzlich erhöht. Da sehe ich uns doch hier schlechter. Toll. Ah, kritischer Schaden. Genau, was gibt's hier unten? Einigen Schwertern oder Echsen. Wo ist denn Dual Wield eigentlich? Es gibt doch auch die Möglichkeit, dass wir zwei nehmen können. Gute Frage. Tank wohl kaum. Ausweichangriff? Also in der Demo, die es vor geraumer Zeit gab, im Steam Next Fest, glaube ich, war's. Da wurde noch so bemängelt, dass hier dieser Talentbaum nicht gut wäre. Ich weiß nicht, ob sie nochmal groß angepasst haben. Ich finde ihn auf jeden Fall ganz gut. Bis jetzt. Also, gibt hier nichts, wo ich sage doof, sondern eher cool. Ausweichangriff. Cool. Das ist geil. Ausweichangriff. Ja, wenn du Crit machst, heilst du dich. Das ist immer geil. Das ist immer geil. Gut, gucken wir mal, dass wir so ein bisschen mehr da unten reingehen. Was haben wir jetzt geskillt gehabt, Weg des Kriegers? Mit Nahkampfschaden erhöht. Es gibt ja hier auch die typischen Abbausachen. Holzfäller hier. Verursacht 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte. Hochwertige Ausrüstung. Alle Werkzeuge verlieren weniger. Bla bla. Da werden wir jetzt als nächstes auch mal reingehen. Weil wenn ich viel bauen will, dann, ja. Ne? Dann macht es natürlich Sinn, schneller abzubauen. So, habe ich jetzt den Tag überquatscht? Hier. Die Sonne ist doch schon fast weg, oder? Dann gucken wir auch nochmal, dass in der Nacht noch ein paar mehr Gegner kommen. Also auch Schatten fallen sehr dynamisch, sehr cool. Hier unser improvisiertes Fenster. Haben wir noch ein paar Pflanzenfasern ein, ein paar Pilze. Pilze! Noch mal Harz jagen eigentlich. Wo ist denn unsere Axt hier? Aber da haben wir doch schon die bessere. Auf Feld! Kein Harz, oder? Ja. Höhere Chance für Harzdrop, das wär's doch mal. Ah, da haben wir noch was. Brauche ich auch immer was zum Bauen, Harz.
Den noch und dann gehen wir pennen. Hm, keine Ausnahme. Da sehe ich noch etwas Wachs. Und natürlich auch Honig. Will da noch ein Wolf aufs Maul? Ich habe mir doch heulen gehört. Ich habe schon eine Kampfmusik, aber ich sehe keinen. Da hinten ist er. Glühwürmchen? Es ist auch sehr dunkel in der Nacht. Und jetzt müssten auch automatisch wieder mehr Gegner in der Umgebung sein. Alle Angst vor mir. Da. Wie gesagt, die sind halt Stufe 1, ne? Legen wir uns hin. Ich habe ja Sea of Thieves immer schon sehr gemocht, ja, beziehungsweise sogar geliebt. Und da gab es immer mal so Patches, da war ich so ein bisschen, aber Season 11. Also, schöne Frischzellenkur für das Spiel. Kann man nicht anders sagen, also. Es war nicht wirklich viel neuer Content, sondern eher gerebalanceder Content, aber das macht das Spiel so viel schöner. So, Essen. Aber das noch kurz, ich hätte das in der Nacht machen sollen, egal. Die Taschen nämlich leeren. So, also ich bin ja wie gesagt im Startgebiet, weil vorhin die Frage kam, kann man ja angegriffen werden. Ich weiß es noch nicht zu 100%. Traum, du hast ja schon bei anderen auch mehr zugesehen. Wenn du da was weißt, darfst du da gerne was spoilern. Ob man hier geradet werden kann. Ich würde sagen, im Startgebiet auf jeden Fall, würde ich sagen, weniger bis nicht. Einfach weil es ist das Startgebiet. Ja, da rennen zwar in der Nacht, rennen da einige Gegner rum, aber naja, die waren ja jetzt eher, ne? Naja, rudimentäre Gefahr. Glühwürmchen, Harz kommt hier noch rein. Und dann wagen wir es noch da drüben hin. Glühwürmchen da noch. Knochen haben wir noch, glaube ich, auch hier. Die Pfeile nehmen wir noch mit. Die Währung lassen wir noch da. Und das Fleisch kommt in die Essenskiste. Genau. Pilze. Och, von mir aus. Haben wir ein paar Pilze dabei. Auf geht's. Das übrigens etwas, was ich mir in jedem Survival-Spiel bisher angewöhnt habe. Ich schließe die Türen immer. Wenn ich sie auflasse, dann wirklich nur ganz kurz, weil ich direkt dann wieder rausgehe, um sie wieder zu schließen. Aber ich spiele keine Survival-Spiele. Wie nimmt man denn eigentlich den Gleiter? Oh, hallo. Haben wir so einen Gleiter? Wartet mal. Fähigkeiten, Charakter hier. Gleiter. Und wie nutze ich den? Ah, okay, sehr intuitiv. Kostet eine Ausdauer. Pack das mal. Ist egal. Muss ich halten? Nee, muss ich nicht. Wie lenke ich? Oh, wow, 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 wow! Okay.
Abstürzen ist keine gute Idee. Das muss man noch üben, besonders wie man hier fliegt. Das finden wir noch heraus. Aber wir sind schon mal schneller ins Miasma gekommen und müssen ja drüben wieder hoch. Ihr müsst doch wieder als leicht so ein leichter Gegner sein hier in der Mitte. Der eigentlich immer da ist. Ja. Da auch oft ein Ring droppt. By the way. So, gehen wir drüben wieder hoch. Wir hätten uns auch, aber ich wollte jetzt mal mit dem Gleiter runtergleiten. Wir hätten uns auch ins Miasma, wir hätten uns mit dem Haken über die Brücke schießen können. Was ist hier? Ich glaube, der eigentliche Weg nach oben. Jupp. Ich will das mit dem Gleiten noch üben, aber so, dass ich nicht abstürze oder sterbe. Hallo, mein Freund. Ach, hi. Aua. Hat getroffen, der Hund. Der hat nur ein bisschen Schrott dabei, das brauchen wir aktuell noch. So, wir müssen da hoch, oder? Sieht so aus, ja. Das schaffen wir noch. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Stärke von Gegner. Hier waren wir ja, genau, also müssen wir da... Na, wir können hier... Was ist das? Stufe 1? Da geht's wohl lang. Hallo? Ich mag den Sprungangriff, merkt man, oder? So, hier geht's rein. Theoretisch. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ein knisternder Zauberstab. Oh, ein Zettel. Machen wir erst den Gegnerblatt. Das ist jetzt schon Stufe 3. Jetzt werden sie schon ein klein bisschen knackiger. Ja, los. Da flog gerade ein Pfeil, aber von wo? Ah, da oben. Oder? Bin gleich bei dir, mein Freund. Wir kümmern uns. Hallo? Au. Okay, man kann noch lenken mit WASD. Okay, so was steht in dem Brief da drin? Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel, wo die steinkalten Fingerknochen eines Titanen, das Zeichnen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Sucht treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen? Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund. Es wird das Fundament unseres Reichtums sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz. Abgemacht? Also wir haben jetzt quasi einen Schatz eingetragen gekriegt. Oder wie? Oder wo? Oder was? Auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Sieht's aus, ja. Also da oben. Also man kriegt hier auch so ein bisschen Quests mit. So, das ist einerseits gut, andererseits wir müssen doch da hoch. Aber wir hätten wahrscheinlich hier außen rum gehen müssen, um hier hochzukommen. Und ich habe einfach mit der Holzhammermethode mich durchgekloppt. Wieso auch nicht?
Und nochmal zur Erinnerung, also ich könnte jetzt einfach sagen, wir bauen uns hier rein, ja? Ich kann mich hier komplett in die Welt buddeln. Wie weit und wie tief? Die Frage ist eher, wie tief? Also ich glaube, ich könnte diesen ganzen Berg untertunneln. Nur nach einer Neustadt, nach einem Laden des Spielstandes wäre es halt wieder weg, ne? Als das nicht mein Gebiet ist. Das nur als Hinweis. Wie kommen wir denn da hoch? Vielleicht, oh, da liegt wieder was. Also leicht dezent leuchtet es. Oh, da liegt wieder einer. Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle, seit das Feuer durch diesen gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Und wieder. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte er mich weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten, aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gerrit? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe, aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten dir kaum Schutz. Also werde ich sicher durch. Ja, und dann ist wohl der Baum auf ihn eingeschlagen. Und dann konnte er es nicht zu Ende schreiben. Ein abruptes Ende. Also, es wird sich aber, glaube ich, nichts geändert haben, oder? Nö. Immer noch. Das ist der Brückenbaubericht? Ist der neu? Ach, wir gucken uns das alles an mit der Zeit. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Und hier werden Gegner sein. Es würde mich wundern, wenn nicht. Ah, da unten. Ein neues Achievement. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen da jetzt hoch. Nichts drin. Doch. Gut. Gucken wir, was passiert. Manche Türen sind versiegelt. Versiegel bestätige den Schalter. Hm? Okay. Doppelsprung kommen wir wahrscheinlich da hoch. Oder so. Ja, aber das kann es ja nicht sein, also. Das war's oder was? Höre Geräusche hier von irgendeinem. Von irgendwas. Aber wir kommen da nicht hin. Müssen wir da hoch? Oben ist eine Tür, ja. Wenn ich den Hebel hier drücke, was passiert dann? Okay, ich kann ihn nicht mehr drücken. Komme hier nicht weiter.
Okay. Bin verwirrt. Jetzt sind wir wieder unten, klar. Nee, nee, das ist das. Wir sollen da hoch. Aber da geht's ja nicht weiter. Hier gibt's auch nicht viel mehr zu sehen. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Hab ich irgendwas übersehen? Die wartende Erbauer, strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch kein wieder rauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Zweitens, die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte. Ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in dieser Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein, wenn ich auf die versiegelte Platte steige. Geschieht gar nichts. Schade. Balthasar, ja, bei uns passiert was, aber... Ah nein, ich will die Blätter dann noch mitnehmen. Komm her. Können wir die Felle einsammeln? Also wir kommen zwar nach oben, aber jo, das war's dann auch. Finde einen Weg, die Warte zu betreten. Ja, jetzt komm raus. Das bringt ja nichts hier, also. Vielleicht ein versteckter Hebel? Ja, da oben ist eine Tür. Ja, hier sagt er mir das mit dem Knopf. Den haben wir ja schon gedrückt. Wir kommen nicht höher. Oben vielleicht irgendwas? Wenn nicht, belese ich mich offstream, also dann kriegen wir das schon irgendwie hin, dann muss ich mir halt... Ah! Das habe ich nicht gesehen. Aus dem Boden. Viele Wege führen nach Rom. Noch ein bisschen Maulwurf der Hochweiden. Baue wertvolles Material in Hochweiden ab. Okay, wir nehmen mal Dinge zu uns, und zwar nehmen wir einmal Fleisch zu uns, wir trinken einmal was und von mir aus erstmal noch sowas hier reinkommen, weil wir es können. Das war's aber, glaube ich, erstmal. Wir können hier dann jetzt eins höher, ne? Auf geht's.
würde ja sagen, ich kriege leichte Wassertempel aus Ocarina of Time Vibes, aber nein. Da sind wir zum Glück noch weit davon entfernt. Das wollt ihr jetzt nicht von mir. Doch, das wollen die. Die wollen, dass ich da rüberspringe und mich da festklammere. Okay. Können wir die Tür öffnen? Wollen sie nicht. Da oben war aber noch was. So. Für ein rostiges Schwert bin ich hier hoch. Really? Oh, jetzt habe ich noch einen Pilz gegessen. Egal. Ja. Nein. Es verleitet dazu, dass man ständig leiden will. So, wie lange dauert das hier denn noch? Weil ich dachte eigentlich, dass das so lange dauert. Ich habe mich auch ein bisschen verbaut in der Base. Ich gebe es zu. Aber... Autsch. Die geht wahrscheinlich nicht. Ein Knopf. Nicht mit mir. Dafür habe ich zu viele Spiele gespielt. Nein, wir müssen zwei Hebel umlegen, dass das Ding aufgeht. Ah. Okay. Oh, shit. Weiß schon, wo der zweite ist. Geh da hoch! Sprinte und im Anlauf. Hm. Darf einfach nur kein zweites Mal Space drücken. Dann packt er auch nicht den Gleiter aus. Ah, da ist der zweite Hebel. Ah. Easy. Den haben wir schon. Rucksack ist voll. Können wir irgendwas wegschmeißen? Was wir nicht brauchen? Zum Beispiel den Ring hier. Haben wir nämlich schon. Ja, da glaube ich was zerlegen können, ne? Egal. Zack. 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 Okay. Jetzt sind wir aber da, oder? Das sieht doch gut aus. Noch mehr zu sehen, außer also beeindruckende Weitsicht. Ja, wir sprechen hier von einem Indie-Titel von einem deutschen Entwicklerstudio. Early Access. Ist da hinten unsere Base? Ja, wir können sie sogar sehen. Wir könnten theoretisch gehen sogar hingleiten, aber wir haben nicht so viel Ausdauer, sprich, ich glaube, dann würden wir sterben.
So, das Warten, die Warten schalten Schnellreise frei. Reise zu dieser Warte, indem du die Karte öffnest und ihren Standort auswählst. Das ist ja easy. Das war's, oder was? Aber hier wird mir noch was angezeigt. Öffne die Karte und setze Schnellreise ein. So, aber ich soll da... Hä? Ah. Ach, interessant. Aber ich glaube, die Quest ist noch nicht abgeschlossen. Nö. Ich glaube, ich soll zu dieser eigenen schnell reisen. Kann das sein? Können wir auch hierhin schnell reisen? Nö. Springen. Ja, du willst mich sterben sehen, Hero. Ist mir schon klar. So, das Warten öffnet Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Bauer über Gluttal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. 8 neue Marker hinzugefügt. Ein paar Schnellreisedinger, oder was? Interessant. Oh, da gehen wir als nächstes hin. Nicht mehr heute. Aber gab es nicht irgendwo ein Upgrade für unsere... Doch, das war doch hier, oder? Was war hier? Ja, okay, cool. Es gibt Schnellreisepunkte. Ich werde jetzt nochmal runterstürzen. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Haben wir denn genügend Ausdauer? Ich trinke nochmal was. Wo ist es denn? Ah, ne, hier. Wartet. Ah. Ich habe ein bisschen Angst. Problem ist, wenig wie bei Breath of the Wild, gleiten kostet halt Ausdauer. Das geht eigentlich. Das ist ganz cool. Genau, wir können wieder abbrechen. Das ist doch nice gemacht. Wie gesagt, wir sprechen hier von dem Indie-Titel für unter 30 Euro. Ne? Early Access. Es sieht Bombe aus, läuft flüssig, es ruckelt nicht, keine Abstürze. Schöne Story bisher. Vielleicht ein bisschen dünn die Story. Ja, okay, aber rette Prinzessin Zelda. Rette Prinzessin Peach. Wie dick ist da die Story noch? Ja, also, so, ne? Da braucht sich das Spiel hier zumindest mal jetzt nicht verstecken. Wir porten zurück zur Basis. Das geht ja jetzt. Gut, dann ist eigentlich auch egal, wo wir die Basis bauen. Wenn es sehr schnell Reisepunkte gibt, dann könnte ich auch hier schön bauen, aber na, ich will mal noch ein bisschen in der Welt rumgucken, die Tage. Ne? Zumindest haben wir jetzt wieder viel, was wir auf der Karte weiter uns anschauen können. Und was haben wir hier im Inventar? Ja, wir können das Ding hier gerade noch klein machen, haben wir das auch mal gesehen, zerlegen. Es gibt dann wieder Währung. Genauso wie das hier, damit können wir dann Waffen upgraden, den Dietrich nicht. Und was da Bogen besser oder schlechter ist, gucken wir alles das nächste Mal. Weil jetzt wechseln wir das Spiel. Es gibt Sea of Thieves, die Sonntagspiraten. Und Enshrouded spiele ich weiter. Vielleicht sogar schon morgen, weil mir gefällt es optisch sehr gut. Das Bauen macht Spaß. Und ich würde hier gerne noch sehen, was es hier noch Schönes gibt. Und hier und hier und da. Und wir gucken mal. Auf jeden Fall, im Stream, wer Bock hat, bleibt dabei. Es geht weiter. Aber für Enshrouded ist an dieser Stelle hier jetzt Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.